Ja, willkommen zu einem weiteren Service-Video. Das ist jetzt das zweite. Im ersten Video habe ich die Sattelstütze servicen lassen und bin ein bisschen blöd rumgefahren. Jetzt kümmern wir uns mal hier um den Reifen, weil der ist schon relativ abgefahren. Das ist relativ, der ist abgefahren. Und bei den aktuellen Bedingungen ist das halt irgendwie nicht so geil. Und dann möchte ich noch ein bisschen weiter mich hier hinten befassen. Ich möchte den Freilauf noch warten, beziehungsweise mal neu fetten. Und dann mal gucken, wie weit die Bremsbeläge noch am Leben sind. Die sind nämlich fast tot. Und vielleicht machen wir noch einen Bremsflüssigkeitswechsel, weil da hinten der Druckpunkt her ist. Könnte besser sein. Was ich als erstes machen will, ich habe ein neues Kiox bekommen. Da ist noch diese originale Folie drauf und da möchte ich wieder die andere drauf machen, die ich vorher drauf hatte, wo man bei Sonneneintragung am besten besser ablesen kann. Und die hier oben löst sich ja schon auf, da sieht man nicht mehr so wirklich viel. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig mache, was ich hier tue. Deswegen nicht unbedingt nachmachen, aber es wird am Ende funktionieren. Hoffe ich. Ja. Ja, fangen wir mit den Reifen an. Ausbauen, erstmal hier die Kupplung öffnen. Und den größten Gang schalten oder kleinste Ritze. So, die wird natürlich nachher gereinigt und neu gefettet. Es ging erstaunlich gut ab. Das macht mir Angst. Das ist zu einfach bisher. Ja, jetzt liegt der Reifen hier und die Felge ist jetzt auf dem Fahrrad, weil das kriegst du nicht drauf, war ja klar, es ging zu einfach runter, also geht das zu schwer drauf. Ja, nächster Tag, der Reifen ist drauf. Ich sag euch, das war ein Aufwand. Der Aufwand des Todes. Also, ich habe mich draufgestellt mit beiden Beinen, Kumpel hat sich draufgekniet und die letzten paar Zentimeter reingehebelt. Und dann sah der Reifen, blend mal kurz ein Bild ein und schlechter Qualität. Egal, Reifen ist drauf. Was noch gemacht werden muss, ist nochmal Luft raus, dicht mit Stein, nochmal aufpumpen. Aber bevor ich das mache, weil ich mache das, wenn das Rad eingebaut ist, werde ich erstmal die Kassette abnehmen und den Freilauf fetten. Joa, ist ein bisschen dreckig. Ich nehme nicht das originale DT Swiss Fett, weil habe ich nicht und keine Lust mir das zu kaufen. So, schauen wir uns mal die Bremsbeläge an. Minimal ist noch was zu sehen. Warum ich das hier von diesem Hersteller hier habe, weil sie geil riecht. Bedeutet jetzt, dass das Schaltwerk auch einen Service bräuchte. Das habe ich schon mal versucht und zwar kläglich gescheitert. Ich hätte Neues da, aber irgendwie habe ich keinen Bock, das jetzt einzubauen. Weil eigentlich lebt noch, es macht nur Geräusche, vielleicht ein bisschen ölen und dann sollte es vielleicht wieder klappen. Oder ich muss da auseinanderbauen. Das ist irgendwie jetzt mir zu blöd. Und zwar gehe ich jetzt hier das Thema Folie an. Ich schraube jetzt auch nochmal den Käfig hier ab. Das ist den Käfig, die Kupplung. Ich sehe auch gerade, meine Kette ist am Arsch. Alter. Also es läuft auf jeden Fall mal richtig hier. Sieht aber noch soweit okay aus. Es läuft auf jeden Fall richtig gut heute. Aber es ist wie es ist, ich kann es jetzt nicht ändern. Mache jetzt die Kette ab, gibt es neue Kassette, Ritzel vorne.
Okay, ich habe es rausgefunden. Noch den Adapter von hier hinten nach hier vorne. Upgrade von SLX auf XT. Wieder was gelernt, man sollte die Kupplung wohl vorher zumachen. Ich glaube, ich habe mir hier gerade meinen Schaltwerk kaputt gemacht, weil man das wohl zumachen lassen muss beim Pedalieren. Ich könnte es tauschen, ich habe noch eins da. Ich versuche es irgendwie zu richten. Der Plan hat nicht funktioniert. Also kommt doch das neue Schaltwerk dran. Tschüss Schaltwerk! Fertig. Nächstes Projekt, Bremsen und Düften fangen wir jetzt nicht noch an. Gefühl, dann darf ich neue Bremsgriffe verbauen, die ich aber auch da habe. Fahr das Ding jetzt Probe und wenn das läuft, dann passt es. Dann sehen wir uns auf den Trails. Ja, man sieht richtig viel, aber ich glaube, es funktioniert. Zwei Gänge. Schleifen noch komisch. Egal, ich lasse jetzt die Finger davon. Ich kann fahren, alles was zählt.